Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Milch und Zucker nimm dir selber, ne? Timo wird kein Weihnachtsmann. Was dafür? Ja, Timo war beim Casting in City Center. Die suchen welche jetzt für die nächste Zeit. Und dann haben sie ihn nicht genommen. Ja, wieso nicht? Zu jung oder was? Nein, es hieß wohl wegen seiner Klamotten, ne? Mantel wollten sie stellen und nun sollte er Hose und Stiefel mitbringen. Ja und? Also? Ja, nun hatte er extra so eine rote Trainingshose an, wenigstens mit so Streifen und dann so Stiefeletten. Und es passet ihm nicht. Ja, weil das gegen die Vorschriften verstößt. Wieso darf der Weihnachtsmann denn keine Stiefeletten tragen? Also, wo steht das denn bitte? Ja, das ist ja nun schon seit Jahren von Coca-Cola vorgegeben, wie das auszusehen hat. Das ist Standard. Aha, kannst mal sehen. Rot war früher die Berufsbekleidung des Elektrohandwerks und von Esso-Tankwarte. Oh. Und heutzutage ist durch dies alles verwässert. Jeder läuft rum, wie er will. Früher Tischler braun, Klempner und Schlosser blau, Gartenfritzen grün, Hausmeister grau und fertig. Schön gesehen, Franz, das sind Fakten. Leute, wir leben in einer modernen Dienstleistungsgesellschaft. Siehst du zum Beispiel auch eine Polizei. Die sehen ja heute aus wie die Stripper in Las Vegas. Ja, es ist doch so. Ja. Von dem her können sie es beim Weihnachtsmann eigentlich auch lockern. Was weiß ich, schönes Sweatshirt, Basecap. Es ist ja auch immer zu warm in dieses Hände. Ja. Aha. Ich stelle fest, Polizisten sehen aus wie Stripper und wenn es nach Udo geht, sieht der Weihnachtsmann aus wie so ein Pizzabote. Georg, es ist alles im Fluss. Nur eine Sache verstehe ich auch nicht, diese kleinen Drehorgelaffen. Was? Wie kommt er denn jetzt auf Affen? Was für Affen? Ja, diese Affen, die an der Drehorgel arbeiten. Ja. Jetzt also nicht als Dreher selber, sondern als Geldeintreiber mit der Blechbüchse. Ja, komm mal zum Punkt. Ja, diese eine Affenart trägt ja immer eine Liftboy-Uniform mit so einem Cabby. Ja, kenne ich. Auch als Stofftier. Ist richtig teuer. So, die tragen Liftboy-Uniform, aber sie kommen ja in einen Fahrstuhl gar nicht an die Knöpfe dran. Von dem her. Ah. Es ist verrückt. Gib's doch mal zu. Udo, das gebe ich sofort zu. Ihr Spinner, ich brauche noch unaufhörlich andauernd. Mit 6 Buchstaben. Nervig. Jawohl. Frühstück bei Stefanie.